Sommersonne Radio. Mein Gott, was ist das genial. Draußen tolles Wetter und wir finden ein Heal-Item bzw. Element und befinden uns in einem Inselreich bei Let's Play Chrono Cross. Und herzlich willkommen zurück. Und wir kriegen einen Knochen. Knochen bzw. dieses Add-Symbol vor dem Knochen zeigt an, dass es ein... ja, ein verwertungsverbrauchbares Material ist, während ich hier mit dem Gegner tanze, der blauen, grünen Superbohne. Das ist gerade gar keine Ahnung, wie das Ding heißt. Aber, um das Kampfsystem mal in Aktion zu zeigen, darf ich erstmal eines dieser kleinen Viecher an. Die sind alle blau. Wenn ich jetzt ein rotes Element hätte, könnte ich... Wow, Schwein gehabt. Könnte ich jetzt ein super Massaker veranstalten. So, ihr habt jetzt gesehen, der Gegner hat zwar angegriffen, aber er hat... Search nicht unterbrochen, deswegen kann ich mit Search ja auch noch normal angreifen und, also was heißt nochmal angreifen, das hätte ich vorher auch gekonnt. Nur hätte ich mit Search die Prozentwerte verloren, die ich vorher aufgebaut habe. So, Achtung, Search ist auf Stamina von 0. Deswegen switcht ja das Kampfmenü jetzt zum nächsten Charakter, also zu Bauschul. Und mein Gott, habe ich heute ein Schwein. Und ihr habt jetzt gesehen, ich habe 2x3 benutzt. Also 2x3, ja, Fierce-Angriff, jetzt das starke Angriffen, deswegen hat Surge wieder 6 Stamina. Jetzt mache ich noch den einer, Surge hat wieder 7 Stamina. Okay, Pushul ist ausgepowert, deswegen bin ich wieder auf Surgy Boy. Jetzt gehe ich mal hier drauf, Zweier. Und ihr seht, Pushul hat 1,8 Stamina dazu gekriegt, weil sie ja nur, ja, eine Stamina-Recovery-Wert von 9 hat. Deswegen nur 0,9 pro eingesetzten Stamina bei anderen. So, und jetzt versuche ich ihm hier mal den Rest zu geben. Und damit ist der Kampf gewonnen. Yay! Mein Gott, habe ich Schwein gehabt mit meinen Trefferwerten. Okay, Power Up. Was sieht jetzt denn hier? Pushul HP plus 2? Wie kommt denn das jetzt? Ja, das ist das Erfahrungs- bzw. Level-System von Chrono Cross. Es gibt keine Erfahrungspunkte. Und deswegen kann es sein, dass nach einem Kampf, ja, zufällig, sage ich jetzt mal, die Charakterwerte steigen können, aber nur in einem sehr begrenzten Maße. So, und das hier ist jetzt der Grund, weswegen ich in der letzten Folge gesagt habe, ich versuche pro Charakter einen Heilzauber auf dem untersten Element-Level zu halten. Nämlich, nachdem wir einen Kampf besiegt oder geschafft haben, können wir uns im Menü sagen, ja, ich möchte die noch aufgebauten Elementar-Level benutzen, um... ja, automatisch die Charakter-Lebenspunkte zu heilen. Und hier kriegen wir noch Items, wunderbar, beziehungsweise Verwertungs-Items zum Schmieden. Und da man ein, ja, Elementar-Level von 1 leichter erreicht als ein Elementar-Level von 2, ich möchte nicht in diesen Gegner hier reinlaufen, werde ich so belassen, wie gesagt, dass ich halt einfach meine Lebenspunkte nach einem Kampf automatisiert wieder hochleveln, beziehungsweise hochheilen kann. Deswegen entsprechend die Verteilung des Heilelements auf Level 1. Und hier haben wir einen Stein! Yay! Können wir ihn aus dem Urlaub... Oh, Pushul gräbt irgendwas aus. Jetzt komm, Surge. Ich weiß, auf dem Stein ist was. Da ist was. Los, interagier mit ihm. Interagier mit ihm, Pushul! Surge. Endlich. Surge. Und Lina für immer. Oh, ja, das ist das Einzige, weswegen ich hergekommen bin. Und um mal kurz zu zeigen, wie das Kämpfen funktioniert, wenn man mal richtig kämpft. Auch wenn ich noch kein Element eingesetzt habe. So, ich werde jetzt, weil ich leider Gottes in der letzten Folge aufgrund der Zeit vergessen habe, noch ein paar Elemente einzukaufen, sehe ich euch im Dorf wieder. Und da bin ich wieder im Dorf. Hier haben wir die Element und Waffen und was auch immer Händlerin. Ja, ich habe Interesse dran. Ja, habe ich. So, zeig mir deine Elemente. Wir können sehr viele Elemente einkaufen. Und ich möchte, ja, mindestens, Moment, zwei Stück von Fireball. Nein, eins, ein Fireball. Ein Fireball reicht. Gut, Aquabeam haben wir einen. Ich nehme einfach nochmal einen zweiten. Tablets zum Heilen. Wie gesagt, das sind diese verbrauchbaren Items mit diesem Einmal-Symbol vorne. Ich nenne das Ding einfach Tablett-Symbol, weil es zum Tablett passt. Und man es vielleicht auf einem Tablett da reicht. Okay, das war es eigentlich so in der Hinsicht. Ich werde kurz meine Elemente dann auch ausrüsten und dann sehe ich euch auf der Weltkarte wieder. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Allzu viel habe ich nicht getan, das werde ich eventuell gleich mal so zeigen. Und hier unten haben wir den Echsenfelsen, hatte ich ihn, glaube ich, genannt. Echsenfelsen?
Auf jeden Fall. Nee, ein rosa Plüschdings versperrt uns den Weg und es ist nicht Popo-Schul. Ja, schieben wir es einfach aus die Seite, ins Wasser. Genau, Umweltverschmutzung im Fantasy-Reich. Yay! Und hier unten haben wir einen neuen Gegner, der uns den Weg zu einer Schatztruhe versperrt. Und da ich versuchen werde, möglichst viel an Inhalten, an Schätzen mitzunehmen, werde ich das auch tun. Gleich kurz noch was. Alles ist hier blau, deswegen habe ich auch Feuerzeug mitgebracht. Oder haufenweise Feuerzeug, um... Oh mein Gott, der Gegner kommt angeschwommen. Um die Schwächen der Gegner auszunutzen. Ich habe ja noch keinen Charakter, beziehungsweise einen Helden dabei. Ich habe heute aber auch ein Schwein mit meinen Angriffen. Ich fasse es nicht. Warum ich ganz gerne die Stärkenangriffe benutze, ist... Ich zeig's gleich mal bei Sergi Poo. Und zwar... Die Prozentwerte steigen weitaus schneller, wenn ich mit einem starken Angriff treffe. Ihr seht jetzt, nicht allzu toll. Aber treffe ich jetzt, dann haue ich daneben. Und ich haue nochmal daneben. Ja, geschieht mir recht. Okay, im Prinzip zeige ich es jetzt mal ganz kurz. Ich versuche es nochmal hier, Element aufbauen. Jetzt benutze ich einfach mal eins. Was haben wir denn hier? Uplift. Ja, ich habe das Dingensbummens noch nicht auf Poshul oder ein Feuerball noch nicht auf Poshul benutzt. Ich benutze einfach mal Uplift. Sollte hoffentlich reichen, den Gegner einzuhalten. Jetzt seht ihr auch, dass bei Poshul der Stamina-Wert auf Out steht und -2.7. Weil ich durch das Einsetzen des Elementes... Oh, es lebt noch. Es lebt noch und jetzt stirbst du hoffentlich. Danke. Mit neuen Schaden. Und ja, man kann, wie gesagt, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, mit den Stamina-Werten auch ins Negative kommen. Deswegen ist es... Yay! Search gibt, kriegt HP +1 und Poshul +2 und ich benutze wieder Heilo-Zeug. Yay! Okay, damit haben wir, glaube ich, auch sämtliche Gegner gesehen, die es hier gibt. Bekomme ich noch ein Fireball-Element. Und das werde ich jetzt auf Poshul ausstatten mit Allocate. Und dann... Nein, Moment, erstmal... Nein, nee, dieser... Okay, ganz rüber, dann packen wir das auf Level 3, um höchstmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Wie gesagt, Elemente verbrauchen sich nach einem Kampf. Und das ist übel. So, hier haben wir so einen Komodo-Drachen-Schuppenlieferanten, nenne ich ihn jetzt mal. Wir haben ja gehört, die Viecher laufen gerne weg. So, jetzt haben wir nach oben gelockt. Und dabei den Stein der Weisen jetzt sozusagen in den Weg geschoben haben. Gucken wir doch mal, ob er es schafft, wegzulaufen. Nein, schafft er nicht. Vom Boss-Time? Nein, nein, noch nicht ganz. Wir haben ja gehört, dass die Mutter auch noch hier irgendwo ihr Unwesen treiben sollte, aber gucken wir mal, dass wir das ja so hinkriegen. Ja, Poshul hat auch ein Heilelement auf Level 1. So, und jetzt hoffe ich, dass... Treff! Verdammt nochmal, treff einfach! Ja, was soll's. Ansonsten, wie ist denn das Wetter momentan? Ja, komm hier, hau rein. Uah, einmal angepiekst. Wie ist denn das Wetter bei euch momentan? Hier ist super heiter Sonnenschein. Ich habe momentan... Ja, was heißt Glück? Ich habe gerade Glück, dass Poshul nicht unterbrochen wurde, damit ich diesem Viech jetzt den Rest geben kann. Und E-Mails kriege. Yay! Na, ich glaube, es lohnt sich, oder? Ah, was soll's. Element benutzen wir einfach mal einen Feuerball +2 auf den hier. Wie gesagt, alles innate blau, was hier rumkeucht und fleucht. Deswegen gestaltet sich die Sache als relativ einfach. Ich denke... Oh, es ist immer noch... Okay. Ich werde es eigentlich... Zumindest wollte ich es vermeiden. Danke. Danke fürs Treffen. Eigentlich wollte ich es vermeiden, hier mit Elementen rumzuballern, bevor die Kämpfe damit nicht entschieden werden. Das Problem ist an und für... Moment, ich hätte jetzt eigentlich den anderen besiegen sollen. Na egal. Deswegen hier eigentlich taktische Elemente. Wenn man entsprechend gescheit mit seinen Stamina-Werten und Angriffspunkten entsprechend umgeht. Und die Kämpfe dann beendet, wenn man mit seinen Punkten... Stamina-Punkte leer geschöpft hat. Ansonsten, Level-Ups gibt es durch Bosskämpfe. Ich glaube nicht durch alle, aber durch die meisten. Und da kommen dann die richtigen Status-Upgrades. So, wir haben ein Dingsbums, eine Komodo-Drachenschuppe, so habe ich sie, glaube ich, übersetzt. Haben wir erlangt, da fehlen also nur noch zwei. Und diejenigen, die Designer von japanischen Rollenspielen kennen, wissen, da gibt es auch nur noch zwei von diesen kleinen, knuffigen Bastardos. So, der läuft weg. Hier unten ist Wasser. Das heißt, er ist für uns verloren. Wir müssen den Bildschirm verlassen. Kriege ich das Ding runtergeschoben? Nein, kriege ich nicht. Poshul HP +1. Man kriegt auch eigentlich nicht nach jedem Kampf irgendwas. Das ist, glaube ich, ein bisschen randomized. Auch die Status-Upgrades. Jeder Charakter hat so eine, ja, ich sag mal, bestimmte
Profession, die er vertritt. Also Surge ist relativ gut in physischen Schäden, während andere Charaktere wiederum besser sind bei Magie und ähnlichen Filfans. Da tun jetzt auch die Status-Upgrades nicht großartiges Übriges dazu. Das wird sich auch da noch nicht großartig ändern. So, wir haben ein Ausrüstungs- bzw. ein Accessoire bekommen. Das werde ich jetzt auch auf Surgy Boy ausrüsten. Es ist eine Silver Lupe. Keine Ahnung, ich tue jetzt mal so, zu wissen, was es heißt. Und zwar erhöht es die Trefferwahrscheinlichkeit. Und da Surge als japanisch rollenspieliger Hauptcharakter leider Gottes nicht austauschbar ist, müssen wir gucken, wo wir damit bleiben. Oh mein Gott, Puschel wird ein HP-Monster, glaube ich. Ansonsten, mit den Items, die ich hier finde, laut meinem bisherigen Testrun, wobei es noch kein ganzer Testrun ist, sondern ein Testrunchen, gibt es hier noch nicht alles an Gegenständen, zumindest habe ich hier noch nicht bekommen, um erste Upgrades durchzuziehen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Hier, Moment, press X-Button to jump. Okay, wir können erstmal, oder wir müssen erstmal die Nachricht entfernen und rechtzeitig runterspringen. Wir müssen die Geschwindigkeit des Drachen einberechnen, wann sich unsere Zuckerärsche auch überhaupt erstmal in Bewegung setzen. Oh cool, wir haben hier zwei Stück von ihnen, an die ich mal wieder verfehle. Dadurch baue ich natürlich auch keine Elementlevel auf, deswegen ist es natürlich ein bisschen riskant. Ein bisschen riskant, aber ich bin ja auch bekannt als Risikoman. Oh ja, genau, Puschel, mach deine Arschbombe. Und ihr seht auch, wenn ich den oder das Target wechsle, die Prozente, die Trefferwahrscheinlichkeiten setzen sich auch dann wieder zurück. Okay, komm, du kannst dich rehabilitieren. Okay, machen wir erstmal einen Zweier und dann einen Dreier und dann nochmal einen Zweier, auch wenn es reicht. Yay, yeah! Wunderbar, wir haben zwei kleine Komodo-Drachen Zuckerlis umgehauen. Oh, ich hätte mir davon am liebsten ja irgendwie ein Exemplar Knochen. Ui, wir haben sie aber ziemlich weit auseinandergenommen, wenn wir da schon Knochen für kriegen. Und wir bekommen nur eine Komodo-Drachenschuppe. Natürlich, nur eine. Waren ja nur zwei. Das ist das typische, das ist die typische Japan-Rollenspiel-Logik-Lücke. Naja, nicht ganz. Moment, war ja sonst noch was? Ich bin nicht so ganz sicher. Okay, wir haben damit zwei Schätze erlangt. Ich meine, hier gab es fünf insgesamt. Wobei ich jetzt gerade erst nur noch weiß, wo zwei davon sind. Und dieser kleine Lustknabe da unten verbirgt oder bewacht einen davon. Mal sehen, ob ich mich an ihm vorbeistehlen kann. Ja, im Grunde ist das ganze Thema... Ah, hier unten war es. Das ganze... Ach, der steht da hinten und hoffentlich... Nein, er schwimmt! Er schwimmt mich an! Ich kann weglaufen! Oh mein Gott! Ist das ganze Thema Grinding? Moment, das bucke ich aber hier nochmal oben lang. Ich bin mir sicher, gab es fünf Schatztruhen, aber ich sehe jetzt gerade nur zwei. Ich würde sie ganz gerne eigentlich mitnehmen. Moment, 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 Moment. Moment, war das das Ding? Nee, das war das Ding, wo ich ihn eingesperrt habe. Oder ja, okay, da ist nichts drin. Okay, ich habe eure Zeit verplempert. Es tut mir leid. Thema Grinding ist hier im Grunde kein großer Fall. Wie gesagt, man kriegt einen Erfahrungspunkt, man kriegt höchstens Geld, aber Geld und... Zeug ist relativ... Wie sage ich es am besten? Geld und Zeug ist relativ... Ja, niedrige Anforderungen existieren dazu im Spiel. Sprich, großartig grinden braucht man nicht. Also die Kämpfe, in denen man noch Status-Upgrades bekommt, relativ... Oh mein Gott, der bohrt sich aus dem Boden! Eine untote blaue Bohne! Und ich bekomme einen Ivory Helmet! Yay! Irgendwas habe ich darüber gesehen, oder etwa nicht? Holla, die Waldfee, das nenne ich mal ein gutes Zufallslevel-Up mit Stärke, Resistance. Oh, sogar Puschel auch. Im Grunde, wenn man so viele Werte gleichzeitig bekommt, ist es eher ein Anzeichen dafür, dass das Spiel sagt, das war's jetzt, jetzt gibt's nichts mehr, bis du einen neuen... Verdammt, ich habe vergessen, dass ich diese Schatzstruhe schon geholt habe. Nein, ich habe nicht den guten Jamaika-Rum-Intus. Auch wenn ich mich eventuell so artikulieren tue gerade jetzt, in diesem Moment. Mit... Okay, das ist der letzte Komodo-Drachenschuppenlieferant, hoffe ich. Moment, der ist doch nicht etwa abgehauen. Nein, da ist er. Und wie uns der Tippsgeber gesagt hat... Komm, Sir, nein, wir müssen wieder aufholen. Ah, schön, dass du auf mich wartest, kleiner Zuckerfreund. Müssen wir mit einem davon ein Rennen um die Wette. Ein Wetten um die Renne. Nein, Retten um die Wenne. Henne retten. Na! Okay, gleich habe ich ihn. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich. Warum er nicht so schnell ist wie seine Kameraden, ich weiß nicht so recht. Ansonsten... Fast gleiche Taktik wie in den vorhergehenden Kämpfen mit einer Ausnahme. Es sind schon wieder zwei. Wir kriegen sicherlich wieder nur eins. Okay, sehr gut. Die Sachen haben sich ausgezahlt, dass ich
Mein Gott, was war das jetzt gerade für ein komischer Effekt? Das war quasi ein... Nein, Moment, ich werde... Nein. Ich werde kurz mit der Fähigkeitstaste auf Mr. Poschul, Mrs. Poschul, umswitchen. Komm, Glück. Jawohl, Arschbombe. Und anpinkeln? Kratzen? Oh mein Gott, die große Mutter. Die Mutter von Dumbo, wenn man ihren Ohren Glauben schenken kann, dass sie uns nicht wegfliegt. Okay, ich wechsle mal kurz auf Mr. Search und... Naja, wir greifen jetzt an und hoffen, dass wir treffen. Und dass wir nochmal treffen. Und dass wir nochmal treffen. Wunderbar, ausgezeichnet. Ich werde meine Elemente für diesen Kampf bis zum Ende... Oh Gott, habe ich gerade Schwein gehabt. Ich habe gerade echt Glück bei diesem Bosskampf mit denen. Soll ich sagen. Gedöns, halt, mit den geringen Trefferwahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Okay, Mrs. Poschul, wir hauen nochmal den letzten Angriff rein. Ihr habt gesehen, die ja, Trefferwerte wurden zurückgesetzt. Okay, gucken wir nochmal, ob wir das... Nein, nochmal hinkriegen. Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Jetzt werde ich mal einen Feuerball plus 2 einsetzen. Ansonsten wurde ich gefragt, Final Messenger 13, wie sieht's eigentlich aus? Oder ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es denn soweit ist, dass... Nein, kein... Nein, noch nicht, noch kein Element. So, jetzt mal nochmal angreifen. Oder auch nicht. Okay, jetzt hoffe ich, dass das mit dem letzten Feuerball hier auch funktioniert, ihm den Rest zu geben. Sind diese Standard-Level 1-Elemente etwa so stark, wenn man sie auf höhere Level-Ebenen draufpackt? Oh mein Gott, Push, bist du schlecht. Aber es hat gereicht, um dem Boss den Rest zu geben, unserem ersten. Dass sie mit späteren Level- oder Elementen die höhere Initial-Elementstufen verlangen. Vielleicht ein paar sind oder vielleicht sogar besser. Das werde ich euch überlassen, das herauszufinden. Aber bessere Elemente sind im Grunde besser. So, wir bekommen hier durch den Boss unsere erste E-Mail und unser erstes Charakterlevel ab. Dadurch erhöhen sich die Werte im Grunde besser, wobei ich hier mit Search relativ wenig Lebenspunkte dazu kriege. Das waren im Testrun definitiv mehr. Dafür ist Poschul mein HP-Monster. So, den Rest benutze ich mit... oder fürs Heilen. Und damit bekommen wir die letzte Komodo-Drachenschuppe und haben eine komplette Spezies ausgerottet, nur damit wir unsere Freundin, eine Freude machen können. Puschuschu! Nun haben wir 3 Komodo-Drachenschuppen. Lass uns nach Upasa Beach, Strand gehen und auf Lina warten. Doch, wird sich Lina uns erkenntlich zeigen und die Hüllen fallen lassen? Oder müssen wir weiter der Dinge harren, die da kommen und werden einen Hausdrachen heranzüchten, wenn wir später mal unsere Kinder haben? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Chrono Cross. Bis dahin wünscht euch Final Messenger 13, dass ihr nicht von einer Flutwelle überflossen werdet. Bis dann. Ciao.